Auf geht's. Weh, es gibt hier keine Kraniche, dann werde ich mal ein bisschen sauer. Oh, Trollfett. Trollfett. Also gut. Bin sehr gespannt, was mich hier so erwartet. Eine Tür. Ja. Ich spüre die Gegenwart von jemandem. Ich kann's nicht sein. Ich bin gar nicht hier. Die hat aber auch nicht viel mitgekriegt. Drei Pfeile und hat mich trotzdem nicht entdeckt. Okay, also hier sind Geisterwächter unterwegs. Vorsichtig sein. Schneebären, die liegen hier bestimmt auch erst seit, keine Ahnung, 1000 Jahren und sind bestimmt noch super genießbar. Ist das? Ach, ein blutiger Schädel. Lecker. Wer hat den denn hier nur liegen gelassen? Sogar noch ein Auge drin. Yam, yam, yam. Kann man noch Suppe von kochen. Und man gut, hier brennt überall noch Feuer. Ach, das bildest du dir ein. Na, sicher? Kommt der Tod nicht eher euch holen? So ungefähr? Was macht ihr denn für Geräusche? Oh, ein Elfenpfeil. Zack. So ein witziger Seelenstein. Haha, ist der witzig. Silber nehmen wir immer gerne mit, Knoblauch auch. Oh, ein geheimnisvoller Schalter. Aha. Oh. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist nur in der Truhe? 14 Gold, Saphir. Und naja, das war ja jetzt nicht so der Burner. Aber gut. Immerhin einen kleinen Geheimraum gefunden. Und weiter geht's. Da warten bestimmt noch mehr von diesen Geisterwächtern auf mich. Ich ahne es doch. Danke sehr. Oho, eine Falle. Oho, ein Gegner. Nein. Hallo? Wer ist hier der Dummkopf? Ich ja wohl nicht. Hier ist irgendwo ein Pfeil hingefallen. Ein wertvoller Pfeil. Nee, ist nicht da. Muss ich mich noch von diesen Geistern hier beleidigen lassen, als ob die so toll wären. Eine Leiche. Au! Okay, Licht ist böse. Ich will trotzdem die Leiche da ausdingsen. Komm, Leiche. Oh oh. Oh oh, das war keine gute Idee. Oh oh. Na toll, muss ich das Stück nochmal laufen. Also auf gar keinen Fall in das Licht reingehen. Niemals nicht in das Licht reingehen. Das habe ich jetzt auch gelernt. Wie gut, dass ich eine schnelle Auffassungsgabe habe. Ich dachte, da kann man mal kurz reinhüppen oder so. Das macht dann nichts. Aber man darf da auch nicht mal kurz reinhüppen.
röchel doch nicht so rum. Was soll denn das? Vor mich zu verbergen. Ich will auf dich einhacken, wie so ein Wahnsinniger. Hier, was hältst du denn davon? So, den geheimnisvollen Schalter drücken. Hier war auch noch was Salz drin. Das nehme ich gerne mit. Silberbarren nicht vergessen. Zack. Ist da was in dem Korb eigentlich? Nö, der ist leer. Doofer Korb. Okay, war hier drüben was Wertvolles eigentlich? Ich erinnere mich kaum. Ach doch, die uralten Schneebären, ja. Hier was zu trinken. Und dies und das. Und Kartoffeln. Leckere uralte Kartoffeln, dass die noch nicht gekeimt sind. So, und du Affe wird Stress haben? Ja, ich wage es, deine Ruhe zu stören. So sieht es nämlich aus. Wag, arg. So, Überreste, danke. So, und jetzt gehen wir mal absolut nicht ins Licht hinein, sondern schleichen um das Licht herum. Weil wir nicht so gerne sterben wollen. Mit nicht so gerne meine ich auf gar keinen Fall. Aktivieren Stolperdraht. Ach, guck mal. Da wäre ich ja nun fast reingelaufen. Für die Hüpf. Ja, da wollen wir auf keinen Fall durch. Das ist, glaube ich, ganz klar. Oh, Leinentuch. Ist aber auch sehr düster hier, wo es dunkel ist. Ja. Oh oh. Nein, nicht vergiften. Aus, böse. Da dann runter. Wahrscheinlich muss ich da durch die Tür dann gleich. Oh, das ist aber ein schmaler Grat hier. Ganz schnell da rumflitzen. Ja, das funktioniert. Und die Treppe hoch. Hui. Geschafft. Geschafft, ohne zu verbrennen. Yay. Okay. Wir haben auch das tolle Tagebuch mit den Hinweisen. Vielleicht soll ich da mal reingucken. Oh, guck mal, da liegt eine Leiche. Oh, und ich klaue der guten Nocturnal mal ihre Opfergaben. Das ist, findet die bestimmt voll super. Ich bin ja schließlich ein Dieb. Und ich gucke jetzt echt mal in das Büchlein rein und mal sehen. Wie hieß der doch gleich noch? Nystrom, genau. Also, wir hatten ja... Zack, zack, zack. Hier. Schatten ihrer selbst, Wächter der Finsternis, sie wandern immer da und lassen jeden Schänder einen schnellen Tod ereilen. Okay. Das waren wahrscheinlich die drei Geisterwächter, die ich umgebracht habe. Vermutlich. Über allem stehen sie in ewiger Wacht, Sklaven der Dunkelheit und doch umhüllt von Licht. Was hatte das mit dem Licht gerade zu tun, oder wie? Gebt ihr, wonach sie am sehnlichsten verlangt, aber verneine das Materielle, denn am allersehnlichsten wünscht sie sich das, was weder gesehen noch gefühlt noch getragen werden kann. Was wünschst du dir denn, Nocturnal? Sag doch mal. Soll ich daran an der Kette ziehen? Wünschst du dir das? Das wünschst du dir? Dunkelheit. Ah, sie wünscht sich Dunkelheit. Guck mal eine an. Schon mal ein Hinweis auf das nächste.
Ja, gebt ihr am sehnlichsten. Was kommt jetzt? Direkt und doch nicht direkt. Der Weg zur Erlösung führt über die Straße der Gerissenheit, denn die Dummen werden vom Schicksal betrogen. Ich weiß nicht, was es bedeutet und werde vermutlich sterben. Okay, dumm bin ich ja und gerissen auch zum Teil. Also ist es nur, dass ich da ganz dumm und gerissen durchrennen muss, oder wie? Ah! Voll den Rambock ins Gesicht. Aua! Das hinterlässt aber Narben, Steffen. Obwohl, so super sieht er jetzt auch von vornherein nicht aus, dass da Narben irgendwie... Ah, Narben sind cool und sexy. Der überlebt das schon. Okay. Da, oder? Dämmergrab Allerheiligstes. Und da ist noch irgendein Raum nebenan. Vielleicht warten wir noch einen Moment, bis wir ins Allerheiligste gehen und gucken uns hier um. Das Brot kommt mich holen. Wir werden sehen, Nachtigallwächter. Und warum blutet das Ding? Das ist ein Geist. Geister bluten nicht. Hör auf zu bluten. Das glaube ich dir nicht, du lügst. Ich werde zurückkehren. Was haben wir hier noch Schönes? Irgendwas zum... Ach, guck mal, ein Fuß. Sieht aus wie ein Fuß, ja? Und ein beschädigtes Buch. Da hat wohl jemand seinen Fuß verloren. Das kommt halt mal vor. Läuft man halt so ein bisschen durch die Stadt. Wird irgendwo eingekerkelt in so einem Käfig da oben, verliert seinen Fuß und zack. Grundlagen der Schlossmechanik. Auch gut, muss man immer wissen. Sehr hilfreich. Hey, wo fallt ihr denn hin? Hm, hier steht noch ein bisschen Wein und Met. Seit Jahrhunderten. Schon irgendwas. Frostsalze, ja, Frostsalze sind cool. Gold ist sowieso immer cool. Oh, ein Rubin. Und dass ich den Rubin neben dem Schädel aufgehoben habe, hat den Schädel so sehr ins Wanken gebracht, dass er umgewankt ist. Und was ist das hier? Ist das irgendwie... Ich das... Kann ich mich daran reiben? Zum sexuellen Lustgewinn oder so? Nee. Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Altar oder sowas, aber... Hm. Der Sinn erschließt sich mir nicht vollkommen. Bestimmt super wichtig und interessant. Hier kann man draufstehen und dann guckt man so runter und dann sieht man das Wohnzimmer von den Leuten hier. Gut. Haben wir das geklärt. Oh, eine Meistertür. Aber ich habe ja noch den Skelettschlüssel. Deswegen bin ich ja hier. Yep, Tür ist auf. Hä? Ach so. Das ist so ein kleiner Workaround. Ah, guck mal. Egal, ab ins Allerheiligste. Wir wollen ja den Skelettschlüssel zurückbringen. Das ist blaues Licht. Was macht das nur? Vielleicht gruselig hier drin. Hallo? Jemand da? Mal sehen, wie allerheilig der Kram hier unten ist. Geht's da unten weiter? Ist da irgendwas?
Steht da was im Tagebuch zu, eventuell? Zauberbücher. Ich werde noch ein bisschen Magie lernen, auch wenn ich das niemals benutze. Nyströms Tagebuch. Was sagt der gute Nyström? Direkt und doch nicht direkt. Der Weg zur Lösung führt über die Straße der Gerissenheit, denn die Dummen werden vom Schicksal betrogen. Okay, da bin ich anscheinend durch. Die Reise ist vollendet. Die Umarmung der Fürstin erwartet die Gefallenen. Zögert nicht, eurem Wunsche nachzugeben, ihr eure ewige Ergebenheit zu schenken. Die Gefallenen, soll ich da runterfallen oder was? Ist ja nicht irgendwo noch so ein Schalter oder eine geheime Tür oder ein Lux, den man treten muss, damit irgendwas passiert. Nein, sieht nicht so aus. Ist mir jetzt Lachs, ich spring da runter. Ah, guck mal einer an. Jetzt bin ich hier unten anders. Anders wollte anders heißen. Das ist der Anders, von dem der Dings gesprochen hatte. Der Nyström, sein Kollege. Anders Nachricht. Was steht denn da drin? Dann ist der Anders tatsächlich so weit gekommen. Der Nyström ist noch vor der Tür gestorben, aber der Anders ist bis hierher gekommen. Ist ja faszinierend. Anders Nachricht. Ich fasse es nicht. Da bin ich so weit gereist, habe all diese albernen Rätsel gelöst und alles nur, um hier zu enden. Nachdem er Nyströms Hinweise, die er von Lythelius erfahren hatte, gemerkt hatte, habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten. Ach, du warst das, du Arsch. Du hast deinen eigenen Kollegen umgebracht. Du bist ja nett. Allerdings scheint mir nun das Schicksal einen Streich zu spielen. Ich stecke fest und habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich hier wieder rauskommen soll. Hoffentlich kommt bald jemand. Ich bekomme langsam Hunger. Ist wohl niemand gekommen. Was anders? Ja, was für ein Pech. Keiner da. Gut, die Frage ist jetzt, wie komme ich denn hier? Oh. Oh. Oho. Bringen jetzt der dritte Schlüssel zurück zum Schattensee. Aber hallo. Okay. Skelettschlüssel ersetzen. Ja, nichts wie rein damit. Wow. Doch, Turnal, bist du's? Was haben wir denn hier? Es sind einige Jahre vergangen, seit ich einen Fuß in eure Welt gesetzt habe. Das ist coole Raben. Oder vielleicht auch nur einige Augenblicke. Kann ich so einen Raben haben? Die haben so weiße Augen. Guck mal. Also wurde der Schlüssel ein weiteres Mal gestohlen. Und ein Champion bringt. Warum bewegt sich dein Mund nicht? Nun, da der Schattensee wiederhergestellt wurde, steht ihr vor mir und hofft auf ein Lob. Ein Tätscheln eures Kopfes. Einen Kuss auf eure Wange. Wie gesagt, mir würde so ein Rabe reichen. Ihr versteht nicht, dass eure Handlungen erwartet wurden und nichts anderes als die Erfüllung eures Vertrages sind. Was? Missversteht meinen Tonfall nicht als Unmut. Denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt. Was redet die denn da? Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwüren und Treue zu tun hat. Was für Geschwüre denn jetzt noch? Es geht nur um die Belohnung, den Preis. Genau, ich will nur den Preis. Fürchtet euch nicht. Ihr sollt euren Tand schon bekommen. Eure Gier nach Macht. Euren Hunger nach Reichtum. Yeah. Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken. Denn hier wird der Agent von Nocturnal geboren. Okay. Der Eid ist geschworen, die Würfel sind gefallen. Und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht. Lebt wohl, achtet darauf, dass der Schlüssel diesmal hier bleibt. Okay. Ich möchte vom Schattensee trinken, das hast du mir doch gerade... Sprich mit Kalia, okay.